Hey. Hier wohne ich. Bei Steffi zu Hause. Wir sind bei mir zu Hause. Jawohl. Ich habe damit nicht gerechnet und deswegen habe ich auch nicht aufgeräumt. Ist mir alles ein bisschen peinlich, aber das macht nichts. Egal, klein und fein. Küche mit Graffiti. Genial. Das haben Freunde von uns gemacht, als wir hier eingezogen sind. Und wie gesagt, ich habe nicht. Wie viele seid ihr in der WG? Ich wohne mit der Tanja zusammen, mit der studiere ich zusammen und ja, das klappt eigentlich ganz gut. Das ist eine prima Sache. Hier ist mein Zimmer. Steffis Zimmer. Klein und chaotisch. Klein und chaotisch. Mit Fernseher. Alles da. Ja. Und Schreibtisch, aber da kann man momentan nicht schreiben. Ist ein bisschen viel drauf. Viele Stifte. Setz dich erstmal hin. Ja. Ruh dich aus. Mit das kann deiner ich gebrauchen, Schulter. Ja. Steffi, du wohnst in einer WG. Ich wollte schon immer in einer WG wohnen. Und du hast ein rosa Haus. Ja. Das ist genial. Ich habe auch ein rosa Haus. Bei uns zu Hause in der Schweiz. Mhm. Richtig kitschig rosa. Und genial. Mit wem wohnst du da? Ich wohne mit meiner Freundin. Schon seit 3 Jahren da. Und das ist genial. Ich habe 5,5 Zimmer. Mhm. Du hast 2, ne? 2,5. Ja. Also ich habe ein kleines. Steffi hat etwa 50 Quadratmeter oder so. 42. 42 Quadratmeter. Klein, aber fein, wie sie schon gesagt hat. Ja, Mensch, du wohnst in der Schweiz. Ja. Du hättest ja die Möglichkeit, an jedem Ort in der Welt mittlerweile zu wohnen. Ich meine, ich denke mal, so kohlemäßig würde das schon hinhauen. Was hält dich da? Ja, die Natur, das Zuhause sein. Das habe ich auch erst gemerkt, wenn ich viel auf Reisen war. Wie schön es ist, wenn man nach Hause kommt. Das ist schon genial. Und halt auch diese Ruhe, die die Schweiz ausstrahlt. Es ist wirklich so, bei uns ist alles etwas langsamer. Manchmal. Ja, kann manchmal. Ich nur bestätigen. Nee, ich war es auch ist alles etwas ruhiger. Und ich bin sehr froh oft, nach Tourneen, diese Ruhe, einfach nach Hause zu kommen und zu wissen, hier ist alles geregelt, alles ist sauber, alles funktioniert. Die Nation ist irgendwie intakt. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl. Also ich war neulich in der Schweiz zum Snowboarden, hatte eine Menge Spaß, war auch ganz fasziniert von der schönen Umgebung, von den Bergen, vom Schnee. Und fährst du selber auch Snowboard? Ich bin Sportfreak. Ich fahre Snowboard, Ski, ich spiele Fußball, alles Mögliche, alle Sportarten, die es irgendwie gibt, mit Bällen, Ballsportarten, Handball, alles Mögliche, Tennis auch. Mhm. Aber ich bin eigentlich am besten im Moment auf ganz neuen Skien. Ich weiß nicht, wie die heißen, sind eine Verlängerung von Bigfoots. Ich habe sie, Snowblades, die habe ich dieses Jahr das erste Mal gefahren. Die sind hinten und vorne gebogen. Und das ist so ein geiles Gefühl. Du kannst darauf Wurzelbäume schlagen, du kannst rückwärts fahren, kannst alles machen. Und ich bin Snowblade-Freak seit diesem Winter. Ja. Latin, ich meine, du bist ein sehr beschäftigter Mann, würde ich mal sagen, mit deiner Musik. Du produzierst deine Platten selber, die Touren, Freundin, hast du ja auch erzählt. Bleibt dir da überhaupt Zeit so für die sportlichen Aktivitäten? Ich muss mir da schon ein bisschen helfen. Also gerade beim Fußball ist es ein bisschen speziell. Wir haben eine eigene Firmenmannschaft. Mhm. Meine Tänzer und meine Leute, wir haben eine eigene Fußballmannschaft und im Winter eine Eishockeymannschaft. Mhm. Ich habe da die Ausrüstung gesponsert fürs Eishockey. Für alle Jungs und Mädchen auch. Wir sind ein gemischtes Team. Das heißt das DJ Bobo Magic Team. Uns kann man auch mieten. Nein. Nee, aber wir machen ab und zu so Spiele gegen andere Mannschaften von anderen Firmen. Mhm. Und das ist ein super Ausgleich zu unserem Job. Dass wir einfach uns sportlich irgendwie betätigen können, ist genial. Und haben eben, wie gesagt, eine eigene Fußballmannschaft. Wir sind meistens 11 Leute, wir kriegen gerade mal 11 hin. Und so habe ich dann Zeit, indem ich das verbinde mit dem Beruf. Mhm. Weil die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen dann gleich mit. Wunderbar, also es sind auch hauptsächlich deine Freunde, mit denen du zusammenarbeitest. Ja, das ist ein Familienbetrieb sozusagen. Ja, okay, wir werden uns gleich auch mal deine Röntgenbilder angucken, die du mitgebracht hast. Und ich koche jetzt erstmal einen Kaffee, würde ich sagen. Und möchtest du den nächsten Clip ansagen? Ja, wir sehen Aqua mit My Oh My.